Servus, ich begrüße euch zur neuen Serie von Planet Sports Get Ready for Snow. Ich bin der Moritz und in der ersten Episode geht's um Board Shapes und Board Profile. Kommt mit rein, los geht's! Als allererstes stellen wir euch die verschiedenen Shapes vor. Der Twin oder True Twin ist vom Flex, Profil und den Flächen komplett symmetrisch. Auch der Stand ist zentriert. Das Brett kennt kein Vorn und Hinten. Ob Switch oder nicht, ihr merkt keinen Unterschied, deswegen besonders gut geeignet fürs Freestylen. Auf den ersten Blick schwer zu unterscheiden ist der Directional Twin, meistens verbaut in All-Mountain, All-Round-Boards. Der Flex-Verlauf von einer weicheren Nose in ein härteres Tail macht hier den Unterschied. Auch euer Stand ist auf dem Brett leicht nach hinten versetzt, der sogenannte Setback. Dieser führt zu leichterem Aufschwimmen im tiefen Schnee und ihr könnt eure Turns enger und kontrollierter fahren. Trotzdem habt ihr symmetrische Flächen, was das Brett parktauglich macht. Könnt ihr auf Freestyle-Attribute verzichten, greift zu einem reinen Directional oder Tapered Shape. Diese beiden nicht symmetrischen Formen sind Freeride-orientierter. Sie bieten maximalen Auftrieb im Tiefschnee und ermöglichen euch radikale Turns. Durch die nach hinten taillierte Form und den extremeren Setback ist das möglich. Und jetzt kommt mit zur Werkbank, dann zeige ich euch die Boardprofile. Das wahrscheinlich bekannteste Boardprofil ist der Camber. Dieser ist positiv vorgespannt. Das bedeutet, das Brett steht in der Mitte nach oben und geht an Nose und Tail nach unten. Wenn ihr euch auf das Brett draufstellt, drückt ihr die Kante stetig in den Schnee. Das bedeutet, wenn ihr ein sehr präzises Brett haben wollt, ein Brett, mit dem man super carven kann, ein Brett, was stetig Kantenhalt bieten sollte, ist das Camber-Profil die richtige Wahl für euch. Ein drehfreudigeres Profil ist der Rocker oder Reverse Camber. Dieser ist negativ vorgespannt. Die Druckpunkte im Schnee liegen hier nicht kurz vor Nose und Tail, sondern in der Mitte. Das macht das Brett beim Fahren relativ lose. Dein Vorteil ist, im Tiefschnee als Einsteiger und als Fortgeschrittener bietet dir ein Rockerboard einen hohen Auftrieb und eine sehr fehlerverzeihende Fahrweise, mit dem ihr nur noch schwierig verkanten könnt. Es gibt Profile, die Camber und Rocker mischen. Die bekannteste Bauart hier ist ein Rockerboard mit zwei Cambern zu versehen. Die Camber liegen unter euren Füßen. Dadurch habt ihr an den wichtigsten zwei Stellen mehr Kontrolle als bei einem reinen Rocker und mehr Drehfreudigkeit als bei einem Camber. Ziel der Hybridkonstruktion ist immer das gleiche. Maximale Drehfreudigkeit bei hoher Stabilität. Ein Flat-Profil ist, wie der Name schon sagt, komplett flach. Es neigt weniger zum Verkanten als ein Camberbrett, ist aber nicht ganz so instabil wie ein Rockerboard. Sucht ihr ein sportliches Brett, greift zu den Camber-Versionen. Vermisst ihr fehlerverzeihendes Fahren und Auftrieb im Tiefschnee, greift zu den Rocker-Versionen. Und jetzt viel Spaß im Schnee. You never ride alone.